Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 17. März. Ich freue mich, dass Sie heute wieder einschalten. Chris Kämmerer on Air. Und ja, gestern gab es hier eine Pause im Zuge des erfolgten Live-Trading-Events mit ATT-Trading. Wir waren reichlich besucht. Es war ein schöner Event, muss ich sagen, ausgesprochen gut und auch mit viel Mehrwert. Und da dürfen Sie sich auch im kommenden Monat, in den kommenden Monaten vielmehr noch auf weitere interessante Webinare, Gäste und dergleichen freuen. Also wir werden das weiter fortsetzen, ausbauen und natürlich dementsprechend auch hier unseren Kunden zur Verfügung stellen. Live-Trading-Action gab es dort natürlich auch im DAX und anderen Spezialitäten. Hier auf unserer YouTube-Seite im Übrigen natürlich auch die Webinare nachträglich abrufbar. Teil 1 vom Morgen und Teil 2 vom Nachmittag. Alles über 2, 2,5, 3 Stunden. Also das ist schon reichlich Flow, was ihr denn gerne am Wochenende beispielsweise euch anschauen könntet. Überdies wären wir natürlich glücklich, wenn ihr unseren Channel abonniert. Wir gehen hier auf die 1000 zu und ich denke mir, mittel- bis langfristig wird das noch viel, viel mehr, weil wir hier natürlich auch video- und content-technisch immer weiter auflegen, um euch einen definitiven Mehrwert zu liefern. Freut mich auf jeden Fall. Letztlich heute hier Back to the Market. Wir wollen heute das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen anschauen. Vor dem Hintergrund eines möglicherweise bevorstehenden Ausbruchs. Warum, wieso, weshalb? Das schauen wir uns gleich mal in der einzigen Realität für uns Trader an, nämlich im Chart selbst. Alright, damit hier zum großen Chart. Verlauf, beziehungsweise hier der Chart View vielmehr. British Pound Yen. Wir wissen ganz klar, dass das natürlich hier Brexit-Impulse in sich trägt. Schrägstrich hier immer noch das Schwert eben dessen, was da noch kommen wird, immer wieder drüber schwankt. Also Volatilität beim britischen Pfund ohnehin sicher anzunehmen. Überdies natürlich auch der Umstand, die Tatsache, dass das britische Pfund selber diese Woche von mir schon im Devisenradar ja analysiert wurde. Und es gab zunächst ein kleines Stolpern, aber am Ende hat das britische Pfund den Weg nach oben eingeschlagen, was hier beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen noch nicht wirklich der Fall ist. Wir sehen aber hier eine enge Range. Seit, und das ist relativ gut definierbar, Moment, jetzt müssen wir das mal hier ein bisschen skalieren. So, das mal weg, damit man auch den grafischen Verlauf sieht. So, hier speziell seit Ende Februar haben wir eine Range, Oberkante, einen Widerstandsbereich, sehr, sehr klar definierbar im Bereich 140,30, 140,50. Da ist der Deckel drauf. Auf der Südseite haben wir hier ein Support-Level, gleichzeitig Fibonacci-Unterstützung im oder auf dem 38er-Level. Hier 138, auch noch 50. Passt sehr gut. Haben wir hier einige Kerzen, die genau dieses Level touchiert haben. Hoch, hoch interessant. Letztlich auch neben diesem Range-Verhalten, was wir beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen sehen, haben wir hier auch von oben kommende Abwärtstrendlinie, die vielfach ihre Bestätigung fand. Und Sie sehen die aktuelle Freitagskerze. Wir hängen hier so ein Stück weit aktuell mit einem Doji an dieser Kerze sage ich schon, an dieser Trendlinie, über dieser Trendlinie. Jetzt stellt sich die Frage, wie es hier weitergeht. Wir hatten das Währungspaar auch im JFD-Devisenradar jeden Mittwoch 15 bis 16 Uhr schon mal gecovert. Deswegen die Tendenzpfeile und ich sagte damals schon, gegebenenfalls nehme ich das Paar auch direkt nochmal in den Radar, um natürlich auch allen Zuschauern des Radars, Schrägstrich eben Nicht-Teilnehmern vom JFD-Devisenradar-Webinar hier die Möglichkeit zu geben, sozusagen das mal auch zu erfahren, über was wir da so sprechen im Webinar. Letztlich British Pound Yen hat saisonal eine sehr, sehr schöne Phase vor sich. Sie sehen es, der März Ausklang Schrägstrich bis in den April hinein. Jetzt legen wir direkt nochmal 20 Handelstage drauf, schauen sozusagen in die saisonale Kristallkugel. Lässt uns hier mutmaßen, dass wir saisonal sehr, sehr starken Rückenwind haben. Das heißt, der Bias ist auf der Oberseite rein saisonal sehr bullisch. Und wenn wir uns den Chart anschauen, dann sollte man meinen, oberhalb von 140,50, speziell hier dem, ja, ich sag mal, Reaktionshoch von Anfang März, das wären 140,74 rund, oberhalb dessen per Daily Close inklusive Rückenwind. Sie sehen den blauen Tendenzpfeil, muss man davon ausgehen, dass das britische Pfund hier ganz, ganz sauber nach oben zieht. Und gestaffelte Ziele im Bereich 142,40 und darüber hinaus diese Widerstandszone hier im Bereich 144,50 ansteuert. Das sieht relativ gut aus. Das muss man ganz klar unterstellen. Der Chart wirkt bullisch, auch im Sinne dessen, wenn wir uns das mal unter Fibonacci-Verhältnissen anschauen, hier von dem Impuls vom Oktober letzten Jahres ausgehend, starker Impuls hier über wenige Wochen bis in den Dezember hinein rausgezogen, nach oben sehr, sehr bullisch in dem Bereich 148 Yen. Da war dann Schluss, auch interessanterweise.
Wenn man es mal sich anschaut, hier mit einem Preistief aus 2013, wir wollen gar nicht zu weit zurückgehen, aber Round Number 148, hier war Schluss. Hier gab es dann auch so eine kleine Umkehrcandle am 15.12., dann eh, sage ich mal, Jahresausklangshandel, aber da ging es sukzessive gen Süden. Und diese Konsolidierung, dann jetzt schon über 3 Monate alt, muss man sagen, hat hier dann natürlich ihre Fortsetzung gefunden. Und im 38er Fibonacci-Level, also in der fast schon optimalen Korrekturproportion ihr Finish gefunden, und das sieht doch sehr, sehr interessant aus, wie ich finde, nach dem Motto, jetzt könnte es tatsächlich rein trendfolgend im Sinne dieser Konsolidierung den nächsten Schub nach oben geben. Das muss man abwarten. Technisch haben wir das Signal noch nicht sicher, saisonal sieht es aber gut aus, und wenn diese Range verlassen wird nach oben, haben wir im Prinzip das Kaufsignal, was hier durch die Saisonalität, wie gesagt, gestützt wird. Anderes Thema wäre es, wenn wir hier die 138,50 nach unten auflösen. Gerade wenn wir hier das 38er Level unterschreiten, dann haben wir definitiv Schub erstmal bis zu dem Tief, was wir hier gesehen haben im Januar. Da reden wir hier von Preisen bei 136,45, dann auch das Fibo-Level 50er Niveau 135,43 wäre im Prinzip, wenn wir hier unter 138,50 gehen, definitiv eine nächste Zielmarke, und sogar das 61er-Level kann da nicht ausgeschlossen werden. Tatsache, das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen muss jetzt mal zeigen, was hier abgeht. Sollte der Yen auch von der Verhalten des großen Geldes sozusagen eine Schwäche erfahren. Ergo impliziert man hier steigende Aktienmärkte. Ja, wenn der Yen sozusagen als sicherer Hafen nicht gefragt ist, das Geld nicht zurückfließt in den japanischen Raum, dann ist es so, dass im Prinzip der Umkehrschluss ist, dass die Märkte hier noch ein Stück weit hausieren. Also steigende Aktienmärkte, steigende Indizes initiieren einen schwächeren Yen. Ergo, wenn das britische Pfund hier rausbricht, könnte man auch durchaus ein All-Time-High beim DAX vielleicht ins Auge fassen. Mal abwarten. Tatsache ist, wenn der Yen weitere Stärke erfährt, vielmehr, dann dürfte es wohl hier nach unten gehen. Das britische Pfund selbst spielt natürlich ja auch eine große Rolle. Insofern auch als das Biest bekannt, British Pound Yen, ein sehr, sehr interessantes Paar, welches Sie auf jeden Fall mal auf der Watchlist haben sollten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir hier diese Range haben. Jetzt habe ich mich relativ lange im Tageschart aufgehalten. Gehen wir nochmal kurz in die Stunde für heute. Wir sehen jetzt hier eine aktuelle Konsolidierung nach den Asia Highs. Man kann hier kurzfristig sagen, 140,15 im Stundenchartintervall ein sehr, sehr schönes Level. So, da haben wir direkt ein Widerstandscluster, was aus dem Vortag herrührt. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Gehen wir da drüber, haben wir praktisch direkt schon mal kurzfristiges Intraday-Kaufsignal. Wir handeln über den Pivot Point. Das ist tendenziell bullish. Kommt es hier zu einem Ausbruch nach oben, dann, meine lieben Leute, muss man unterstellen, dass der Markt hier nach oben rausgeht. Einziges Manko, und ich hatte es gestern in meinem Stream dargestellt, US-Dollar-Yen, vor dem Hintergrund des schwächsten Wochentages. Das ist beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen der Freitag und auch beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Wir sehen hier nur 42% positive Schlusspreise am Freitag. Das unterstreicht nicht wirklich den Ausbruch, aber wie gesagt, das ist auch eine Statistik auf die 52 Wochen bezogen. Muss nicht, kann nicht, letztlich leicht negativer Bias, der sich meines Erachtens aber auflöst, wenn wir hier eben über 140,15 rausziehen. Dann haben wir sicherlich hier weiteres Aufwärtsmomentum, auch vor dem Hintergrund der dann ohnehin sich darstellenden Saisonalität und vor dem Hintergrund dessen, dass wir auf Tagesbasis dann oberhalb von 140,50, 140,70 dann ohnehin einen Kaufbias entwickeln. Okay, liebe Zuschauer, ich würde das an dieser Stelle dann schon beenden wollen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche. Ich hoffe, Sie haben dem einen oder anderen Webinar-Flow dieser Woche bei uns teilnehmen können. Vergessen Sie nicht, wenn Sie einen Broker suchen, schauen Sie auf Transparenz, schauen Sie auf Fairness, schauen Sie auf echte Ausführungen am Markt. DMA, STP, das ist nicht nur das, was wir schreiben und sagen, sondern das ist das, was wir auch beweisen mit unserem Post-Trade-Transparenz-Report. Außerdem natürlich Core-Spreads in der Bankenmarkt. Sie handeln direkt mit Goldman Sachs, Deutsche Bank und Co. Also keine Fadenscheinereien. Wer Forex liebt oder auch den Fernhandel über CFDs natürlich, der sollte auch mit uns ins Geschäft kommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Genießt die Zeit. Euer Chris Kämmerer, auf bald und tschüss.